Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf diesem Kanal. Und zwar, wie heißt das Spiel nochmal? Genau, Super Mario 3D World. Diagnose. Gedächtnisverlust. Ist das eine lila oder eine orange in der Box? Bin mir gerade gar nicht sicher. Also, liebe Kinder, was ist das für eins Farbe? Ist das lila? Nein. Oh, oh. BAM! Das war krass. Das war krass. Was? 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 Ich dachte, die Zeit bleibt stehen, wenn der Stern da ist. Man muss da pusten. Geht doch. Wunderschön. Krasses Bonzenauto, ey. Das könnte glatt der Wollo sein. In so einer Karre. Obwohl, da fehlen die ganzen Burger King-Tüten. Dann wäre das Wollo. Und wir sehen uns dann demnächst bei Super Mario World 3D. Yeah, ich habe mir den Namen gemerkt. Geil. Wie soll ich sagen? Das Gamepad ist ja riesig. Genau. Wie manchmal. So. Und du musst dann, sich auf die Plattform jetzt zu drücken, musst du mit dem Daumen nach so rüber. Und das ist ja mega Meme. Und ich habe Probleme zu kommen. Wie machen das die kleinen Kinder? Machen die das mit der Nase oder was? Ich mach das jetzt mit der Nase. Ich mach das mit der Nase. Hä? Ja, mach das komisch. Ey, geil. Das macht perfekt mit der Nase. Nase, Leute. Scheiß auf Finger. Ich mach das einfach mit der Nase. Gott hat mich nicht umsonst mit einer äußerst ausgeprägten, langen, spitzen Nase. Wie heißt das? Mir fehlt das Wort gerade. Regie, können wir noch die Burg machen? Können wir noch die Burg machen? Ja. Ja, die Regie sagt ja. Ich habe heute Morgen im Urin gebadet. Nein, stirb nicht, tot. Oh, please! Silis! Und dann stirbt er einfach. So ein Bastard, ey, unglaublich. LOL! Regie, was sagst du? Machen wir noch ein Level? Ja. Ja, die Regie sagt, mach. Da sagt immer Jess zu mir. Die sagt immer, du bist viel zu ungeduldig. Sei doch mal geduldiger. Dann stehe ich immer auf, schlag ihr ins Gesicht und dann fällt sie auf den Boden und weint. Ja, so sieht's dann immer aus. Richtiger fucking Macho. Oh, lol. Lol. Als ob! Als ob! 10.000 Punkte, 100%. So muss das. Aua. Baut den Stein dafür. LOL! Oh mein Gott! Ja, war ein kleiner ungeschickter Fehler. Aber das mache ich jetzt einfach skillmäßig wieder raus. Und zwar den hier. Wenn ich das Level jetzt noch verkacke, dann kacke ich. Okay, perfekt. LOL! Du alter, dreckiger Toilettentieftaucher, ne? Wenn du jetzt den Scheiß hier nicht machst, ne? Wenn du jetzt die Scheißfahne nicht bekommst, dann raste ich komplett aus. So. Bruder! Muss los. Heute mit Apfeltee am Start, Leute. Geil, oder? Ich fand das so, so unnötig und langweilig, das Intro. Dass ich gar nicht weiß, wieso Bowser überhaupt diese Feen sammelt. Vielleicht will auch Bowser mit dem Feenstaub zu einer Prinzessin werden. Tschüss, Peach! Danke! Suizid ist wunderschön. Nicht zu Hause nachmachen, danke. Machen wir noch ein Level? Regie, machen wir noch ein Level? Ja, 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 ja. Die Regie sagt ja. Oh, 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 was machst du da, Peach? Können wir das rausschneiden? Nein, bleib drin. Okay, halt nicht. Oh, ist die lila Fee mit den glatten Haaren. Die lila Fee ist wahrscheinlich die schönste Fee, oder? Ich finde sie ist eine wunderschöne Fee. Oh, die Feen werden aber auch immer hässlicher, habe ich das Gefühl, oder? Je weiter wir kommen, desto weniger sprechen die mich an. Aber okay, darum geht's ja auch nicht. Oder? Machen wir noch einen Level? Können wir noch einen machen? Doch, oder, Regie? Eins geht noch, oder? Jetzt Maul. Regie sagt auf jeden Fall ja. Regie interessiert sich gerade dafür nicht zwar, aber bestimmt sagt sie Regie ja. Da war wieder ein 8-Bit-Luigi. Oh, wie schön. Man könnte den Nieser unterdrücken und nur so ganz leise ihn rauslassen, so... Quietscheentchen, so ein Spaß. Wenn ich drücke, sagst du was. Quietscheentchen, der beste Freund, den's gibt. Aber man kann auch natürlich, wenn man sieht, dass der andere aufnimmt und es kitzelt einem die Nase, dann kann man natürlich... Oh, no!
richtig ausrasten. Kann man natürlich auch. Product Placement, Monster, geil, kaufen. Lecker! Sagt an der Kasse, dass ihr das gekauft habt, weil euch Kegge das gesagt hat. Dann kriege ich 100 Zilliarden Euro. Dann kann ich mein Haus abbezahlen. Ja. In dein Gesicht. In dein Gesicht? Oh, nochmal, in dein Gesicht. In dein Gesicht! Frauen, kommt und lernt mich kennen. So, jetzt muss ich die Viecher in richtigen Moment erwischen. Oh lol, du Trottel! Jetzt komm schon! Oh, komm schon! Dein Ernst? Oh, du bist so eine. Oh, du bist so ein Pissgesicht. Drecksgiraffe, ey. Komm, verzieh dich. Spring da runter, du Drecksviech. Ich hoffe, du stirbst. Ja, ich hoffe, du platschst auf den Boden und deine. Nein, das sage ich jetzt nicht. Und jetzt bitte Techno-Musik einblenden. Die Musik, Leute, ist einfach nur. Ja, die Musik ist hier einfach. Also das beste Lied im Spiel. Das ist so ein geiles Lied. In dieser Welt, das Lied ist einfach wundervoll. Geil. Trauriger Wumpel, werde wieder glücklich. Eines Tages wirst du bestimmt glücklich. Peach kann dich nur glücklich machen. Schließlich guckst du die ganze Zeit unter ihren Rock. Ah, guck mal, jetzt. Guck mal, jetzt lächelt er. Wo ich ihm gesagt habe, hey, du guckst die ganze Zeit unter Peach Rock. Da hat er festgestellt, dass sein Leben gar nicht so scheiße ist, weißt du? Und ich habe kein Power-Up. Ich habe kein Power-Up! Das hast du sehr gut gemacht. Dafür möchte ich dich gerne loben, Peach. Mit meinem dicken, fetten, langen Schwanz, den ich dir gerne in dein Gesicht schlagen möchte, ja? Verdienste, Verdienste. Den Powerblock in den Hintern schieben. 1, 2, 3 und 4! Wunderschön. Ich glaube, die hellblaue, die lilane und die rote, ich glaube, die sind am schönsten. Ja, ich glaube, die sind am schönsten, obwohl die Fressen alle gleich sind, ja. Die Fressen sind alle gleich, aber da seht ihr, was Farbe ausmacht, ja. Das weiß ich! Nicht. Und nun sehen sie einen Toad. Ah, es ist Zelda, ist es nicht geil? Geil. Zelda Musik, Zelda, Zelda Fresse. Louis ist einfach MVP, meine Freunde. Louis ist einfach der King, ne? Er ist einfach der. Das Spiel wollte unbedingt, dass ich hier meine Skills auspacke und euch zeige, was für ein krasser. Sass. Ich will nicht mehr. Wieso hab ich gesagt, ich mach die Spezial? Ich schwitze im Wald, ich stinke. Und ich kann das scheiß Leben nicht schaffen. Ich schaff das, das hast du. Ich liebe dich auf meine Scheiße dran, jemand. Fick dich, du Scheiße. Halt die Fresse, ey. Boosten. Oh! 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 Mein Gott, ey, was für eine schwere Geburt. Oh nein. Alles cool, unter Kontrolle. Ich dachte, ich verliere gleich den Boden unter meinen süßen Füßen. Ich habe hier wie so ein Verrückter nach einem Stempel gesucht, bis mir dann Jess gesagt hatte, yo, in der Spezialwelt, by the way, gibt's keine Stempel. Ja, habe ich mir ein bisschen... Nein! Ich schaff das nicht mit Mario. Oh, oh! Ah! Ah! So, was machen wir jetzt? Machen wir? Lol, ich bin in die Rakete eingestiegen. Das will ich doch gar nicht! Da. Komm, ey, was mache ich hier? Mein Tanuki-Platz ist einfach verschwunden. Und dann. Wurde der erste Ball ausgepackt? Hey, Ball, juhu, juhu, juhu. Das war für meinen Neffen, der damals 2, glaube ich, war oder so. Und der hat halt den Ball geschenkt bekommen, den ersten ausgepackt. Und dann packt er das zweite Geschenk aus und ist noch ein Ball. Und der ist so voll verwirrt, guckt so alle an. Noch ein Ball! Ja! Und seitdem verarsche ich immer den kleinen Jungen so. Ja, wenn ich ihn sehe, dann schreie ich immer, noch ein Ball! Und der guckt mich an und sagt immer, noch ein Ball!
Ach ja. Der Kleine. Ja. Schön Kinder verarschen. So macht das Spaß. Verpisst euch! Alter. Das klappt richtig gut. Aber die hören nur auf verpisst euch. Auf etwas anderes hören die gar nicht. Wenn du sagst zum Beispiel jetzt, geh weg. Seht ihr, die gehen gar nicht weg. Geh weg. Die gehen gar nicht weg. Aber wenn du sagst, verpisst euch! Dann gehen die weg. Oh! Müssen die in die Platte? Oh mein Gott. Das war Kant. Kant, aber okay. Ganz cool. Oh, fuck. Das verkacke ich. Das verkacke ich. Ich brauch... Ich hab nur schnell gecheatet, zum Gamepad gegriffen. Eigentlich wollen wir nicht den Finger, sondern... Na, ihr wisst schon. Sorry. Sorry, ich bin heute wieder auf dem falschen Trip. Tut das weh? Ah, okay. Ich bin heute wieder auf dem falschen Trip. Oh nein! Oh! Hat keiner gesehen. Alles easy, alles easy, alles easy. Nichts passiert. Ist was passiert? Nö, ne? Ist nichts passiert. Okay, gut. Na, dann haben wir das ja geklärt. Ist ja sowieso nichts passiert. Oh! Nein, das glaube ich, schaffe ich nicht so. Es geht nicht. Es geht nicht, oder? Spezialwelt? Wohl eher Pimmelwelt. Oh! Der war schlecht. Guten Morgen, ja. Heute spielen wir ja das letzte Level von 3D-Welt. Ja. Oh, ja, ich bin aufgeregt. Ja, ich bin ziemlich aufgeregt. Alter, ich stehe nicht auf alte bärtige Klempner. An sich ist das Level gar nicht so schwer. Es ist einfach nur Routine. Man muss einfach immer wieder denselben Scheiß machen, ja. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. 2-3 Versuche und dann müsste es eigentlich klappen. So schwer ist das Level gar nicht. Es ist auch gar nicht so groß, wie ich erwartet habe. Wir schaffen das schon. Easy, easy. Es geht einfach nicht. Ich will das. Nein, ich mach das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich hab was Besseres verdient. Ich will das nicht machen. Es gibt so viele schöne Spiele auf der Welt. Es gibt so viele schöne Sachen, die ich jetzt machen könnte. Aber ich sitze hier. Ich spiele immer wieder hoch und runter dieses dumme, verfickte Level. Was verstehe ich nicht? Was verstehe ich an dieser verfickten Scheißstelle nicht? Irgendwas fehlt mir da. Was nur? Was nur? Ich verstehe es nicht. Ich hab's.
Ich sag doch, easy. Vielen Dank an euch, dass ihr das Projekt so gefeiert habt. Und ich hoffe, die nächsten Projekte kommen auch so gut an. Deshalb freut euch auf die nächsten Projekte. Bin gespannt selbst, was als nächstes kommt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Wir sehen uns dann morgen frisch bei Mario Maker. Also bis demnächst. Tschüss.